schönen guten Tag. Sora? Synnøve? Fanny? Tente? Tiril? Elise? Team Norwegen hat gut lachen. Es ist ganz einfach mit ihnen. Die wollen gut und hart trainieren, um die Besten der Welt zu werden. Für einen Trainer ist das perfekt, mit einem Haufen Mädchen wie diesen. Teambuilding im Souvenirladen. Sechs Freundinnen. Und ein Star, Tura Berger, hilft den Jüngeren, wo sie kann. Es passt bei Norwegens Frau. Ich verstehe es selbst nicht so genau, aber dieser Start in die Saison ist einfach großartig. Das Lächeln einer Siegerin. Dreimal ganz vorn beim Saisonauftakt und auch mit der Staffel nicht zu schlagen. Tura Berger eine Leitfigur für alle anderen. Tura ist natürlich der große Star, aber wir jungen Mädchen machen auch Druck. Das ist gut für unser Team und macht so auch richtig Spaß. Sie können nur gewinnen. Eine schöne Geschichte, wie zum Beispiel die von Synnøve Sylumdal. Ihr erster Weltcupsieg in Hochfilzen vor Tura Berger. Sie sind genauso stark wie entspannt. Vielleicht das Erfolgsgeheimnis. Ich versuche sie dazu zu bringen, dass sie nicht 24 Stunden am Tag über Biathlon nachdenken. Im Training geben wir alles, um die Besten zu sein. Dann können wir wieder rausgehen und Sachen machen, wie zum Beispiel Weihnachtsgeschenke einkaufen. Team Norwegen. Es sieht ganz so aus, als würde der Spaß für sie gerade erst richtig losgehen.